Deine Angst. Ich habe vor vielen Sachen Angst. Meine Ex. Ja, genau. Wie heißen diese Teile? Nerf. Ich find das nicht cool, dass du dich darüber witzig machst. Ich hab Angst vor den Teilen. Ich stell mir vor, so jemand schießt auf dich und das Teil bleibt einfach in dein Ohr stecken. Was willst du da machen? Ich kann nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was er hat. Daran. Ja, das geht aufs Trommelfell, wenn das ins Ohr fällt. Was, Leute, versteht ihr, was der da heute? Oh, Alter, einfach so Nerf. Oh, die sind richtig gruselig. Hallo. Und hallo. Herzlich willkommen bei einem kleinen Tech-Video. Ich wurde nämlich vom Game Bros LPT getaggt. Und wie man schon gehört habt, im Hintergrund ist der Marc. Hallo. Hallo. Noch einmal. im Hintergrund sieht ihr ein Survival Games Gameplay und kommen wir heute zum Ein-Wort-Tag. Bei mir keine Ahnung, was ihr da seht. Und ist noch Zufall. Ja, random. Ich sehe einfach irgendwelche Bilder von Marc und seiner Familie, wie sie herumtanzen. Aber im Kreis. Er hat uns an die Hände und dann einfach im Kreis. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Okay. Und auf jeden Fall, fangen wir gleich mal an. Marc stellt mir erstmal die Fragen, dann stelle ich ihm die Fragen. Wir dürfen, wie schon der Text sagt, nur mit einem Wort antworten. Wo ist dein Handy? Irgendwo. Dein Partner? Marc! Dein Partner. Oder deine Partnerin. Marc! Ja, das ist geil. Deine Haare? Deine Mama? Zu Hause. Dein Papa? Polen. Dein Lieblingsgegenstand? PC. Okay, das lasse ich mal gelten. Dein Traum von letzter Nacht? Marc! Jawohl. Dein Lieblingsgetränk? Coca-Cola Vanille. Boah, geil. Das sind aber... ja, okay, lassen wir mal gelten. Dein Traumauto? Smart. Der Traum, in dem du dich befindest? Der Traum, in dem ich mich befinde? Der Raum, in dem du dich befindest. Der Raum, nicht der Traum. Hör doch zu. Mein Zimmer. Zimmer. Deine Ex? Gibt's nicht. Nicht existent. Das sind immer noch zwei Wörter. Unexistent. Und deine Angst? Immer noch Outlast. Ich hab Angst vor der Verpackung. Ich stelle mir einfach so wie ein Saturn, du wirst einfach nicht dran vorbeigerufen. Was möchtest du? Technik, können Sie mir helfen? Im Regal befindet ich sich ein Outlast. Ich möchte hier raus aus dem Laden, aber da liegt Outlast. wo war ich jetzt gerade? Deine Angst. Nee, was möchtest du in 10 Jahren sein? Reich. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Marc. Geil. Was bist du nicht? Cool. Das letzte, was du getan hast? Geantwortet. Was trägst du? Unterhose. Dein Lieblingsbuch? Mangas. Es gibt keine richtigen Bücher, ich lese wenn dann Mangas. Ja, aber das ist keine Mehrzahl, dein Lieblingsbuch, nicht deine Lieblingsbücher. Manga. Ja, okay. Das letzte, was du gegessen hast. Essen. Nein, das letzte. Diese vom Sandwich Maker mit so zwei Lagen Käse, so richtig schön geschmolzener Käse und ein bisschen Schinken, Alter. Sag einfach Sandwich. Ja, Sandwich. Das war ein bisschen mehr als nur ein Wort. Ach ja, dein Leben. Scheiße. Deine Stimmung? Geil. Deine Freunde? Gar unexistent, Alter. Woran denkst du gerade? Fragen. Warum ist hier überall du groß geschrieben, ja, Digga Scheiße? Ist aber so. Was machst du gerade? Antworten. Dein Sommer? Kalt.
Was läuft in deinem TV? Gar nichts. Ich meine, ja, gar nichts so. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Gerade. Das letzte Mal geweint? Gerade? Keine Ahnung. Ich meine, KP. Ja. KP, kein Plan. Schule? Scheiße. Was hörst du gerade? Stimme. Was machst du gerade? Antworten. Nee, warte mal. Liebste Wochenendbeschäftigung. Was denkst du gerade? Woran denkst du gerade? Ja, was machst du gerade? Echt? Antworten. Dein Sommer? Wir sind schon bei liebste Wochenendbeschäftigung, Alter. Das ist 31. So, dann habe ich, woran denkst du gerade und was machst du gerade übersprungen? Oder? Nein, nee. Was hörst du gerade? Jetzt sind wir bei liebste Wochenendbeschäftigung. Achso, liebste Wochenendbeschäftigung. Zocken. Traumjob? Cutter? Ja, Video schneiden und so. Okay. Dein Computer? Geil. Außerhalb deines Fensters? Straße. Bier? Geil. Mexikanisches Essen? Dünnschiss. Blitzekacke. Wer? Winter? Warm. Religion? Unnötig. Urlaub? Unnötig? Nee, ich mein chillig. Auf deinem Bett? Simon? Kissen? Liebe? Nein, Goll! Fertig. Okay, fertig. Jetzt stelle ich Marc auch mal die Fragen, ne? Ja, Mann, geil. Wo ist dein Handy? Rechts. Ich meine dein Partner. Ja, ey, scheiße, doch nicht. Wo ist das hin? Links. Links, ich meine dein Partner. dein Partner? Ja, dein Partner. Unexistent. Deine Haare? Angewichst. Mensch, was braun? Ja. Braun. Deine Mama? Wohnzimmer? Dein Papa? Zu Hause? Dein Lieblingsgegenstand? Gitarre, Alter. Dein Traum von letzter Nacht? Katana. Dein Lieblingsgetränk? Oder? Dein Traumauto? Scirocco. Der Raum, in dem du dich befindest? Klein. Dein Ex? Nuttig. Deine Angst? ich habe vor vielen Sachen Angst. Meine Ex. wie heißen diese Teile? Nerf. Ich finde das nicht cool, dass du dich darüber witzig machst. Ich habe Angst vor den Teilen. Ich stelle mir vor, jemand schießt auf dich und das Teil bleibt einfach in dein Ohr stecken. Was willst du da machen? Ich weiß jetzt gar nicht, was er hat. Einfach so in deinem Ohr, und du stirbst daran. Ja, das geht aufs Trommelfell, wenn das ins Ohr fällt. Also, Leute, versteht ihr, was der da hat? Oh, Alter, einfach so Nerv. Oh, die sind richtig gruselig. Ja, ich hab Angst davon, davon kannst du sterben. Was möchtest du in 10 Jahren sein? Mit wem verbrauchst du den gestrigen Abend? Leon. Was bist du nicht? Ein Bär. Das letzte, was du getan hast. Nur ein Wort, ne? Mhm. Gesessen einfach. Was? Eigentlich die Lampe geschüttelt, aber... Shake the Lampe. Matsch. Okay, was... Ja, okay, jetzt ja weiter. Was trägst du gerade? Nichts. Das letzte, was du gegessen hast. Gegessen? Ja. Pizza. Dein Leben? Partyhaftig. Geil. Deine Stimmung? Partyhaftig. Deine Freunde? Scheiße. Woran denkst du gerade? An Party. Was machst du gerade? Party.
beantworten. Dein Sommer? Winter. Wann läuft, was läuft in deinem TV? Eine Werbung von, Werbung von Galileo 360 Grad. Ich sag einfach mal Werbung. Die Werbung von Werbung, Alter. Was Werbung. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Gerade. Das letzte Mal geweint? Nee, ich bin ein harter Junge. Schule? Aus. Was hörst du gerade? Eine Stimme. Liebste Wochenendbeschäftigung? Traumjob? Sensei. Dein Computer? Laptop. Moment, jetzt muss ich ein bisschen runterscrollen. Dein Computer waren wir gerade, ne? Ja, Mann. Außerhalb deines Fensters? Warte, ich muss kurz glotzen. Mama! Ein Glotzer. Simon einfach. Bier? Ne, jetzt ohne Witz, dass endlich jemand am anderen Fenster, der guckt. Bier? Hä? Bier? Scheiße. Mexikanisches Essen? Unprobiert. Winter? Sommer? Religion? Evangelisch? Urlaub? Nie. Hatte noch nie. Auf deinem Bett? Teller? Was? Du bist auf deinem Bett ein Teller? Ja, ich hab vorhin gegessen und da hab ich einen Teller. Ich war einfach zu voll, um zu Geschirr zu laufen. Lass mich einfach. Liebe? Okay. ja, das war der etwas sinnlosere Tag, deswegen... Kommt drauf an, welche Liebe meinen die? Die Liebe von dem Gefühl oder von der Liebe? Also, jeder Tag jetzt einfach zwei Leute wäre ich dafür. Ist meine Frage nicht beantwortet. Ach so, ja, was war deine Frage? Entschuldigung. Liebe machen oder das Gefühl Liebe? Liebe, glaube ich, als Gefühl. Weil oh, es war groß. Das war scheiße. Nee. nö, jetzt bin ich... Nö. Nö, jetzt nicht mehr. Okay, jeder Text von uns mal zwei Leute wäre ich dafür. Ich nehme Simon. Okay, dann tagge ich. Wen tagge ich denn? Den Cider Place. Dann nehme ich noch den Mori. Und ich nehme den... Ach man, ich wollte auch den Moritz nehmen, Arsch. Aha. Den... einen Moment. Ich muss kurz in meiner Liste schauen, ja? Ach ja, ja. Also jetzt schaue ich meine Abo-Box. Bock. Okay, Mann. Ich tagge den A-Mania, Captain A-Mania. Ah, ja, nee, den Torius tagge ich, der wird. Na, Amy hat mich schon gerade richtig gefreut. Ja, Mann! Den Torius auch. Oh. Okay. Das sind auf jeden Fall die Leute, die wir taggen. Springt der so auf, so jawohl. Oh. Das kann mir richtig mal vorstellen. nochmal ein großes Dankeschön an Game Bros LPT fürs Taggen und ja, ansonsten hausche rein und. Und bei mir noch ein großes Dankeschön an CubeCrafter fürs Taggen. Nein. Oh, du sparst du Arsch. Okay, gut. Dann haut rein. Ciao. Tschüss.